Sportbacker geht in eine neue Runde. Ein herzliches Willkommen, sagt Andreas. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, vom Lenz und natürlich auch von der entzückenden Kimiko. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sportbacker. Super Spiele, super Kandidaten. Es wird heiß, es wird kalt. Die Menschen sind hungrig, sie bekommen was zu essen. Sportbacker, Backer heißt verrückt. Und die Spiele hier sind wirklich verrückt und die Kandidaten ausgesprochen mutig, Lenz. Zum Beispiel, wenn es darum geht, aus schwindelerregenden Höhen sich ins Leere zu stürzen oder in die Vollen. Apropos voll, einige können den Hals einfach nicht voll genug bekommen, hier bei Sportbacker. Viele versuchen eine ganze Menge, aber oft heißt dann einfach nur Buch, Pen, Ende. Gleich hier bei Sportbacker. Und jetzt steigt Sportsbacker in die Vollen. Wir freuen uns schon. Lenz, was glaubst du, was da los ist? Das ist ein Schwimmbad. Das ist ein gelber Weg. Ja, ist das der gelbe Weg für, ja, ich weiß nicht, für wen? Auf jeden Fall werden die Kandidaten hier auf eine ganz besondere Art und Weise präpariert. Das Ganze ist eine ziemlich harte Angelegenheit, wirklich nur was für kräftige Menschen mit einem starken Magen. Denn erstmal wird man, bevor man auf die Piste geschickt wird, hier 50 Mal im Kreis herumgewirbelt. Entschuldigung. Tja, da kann es aber auch wirklich ein bisschen anders werden. 50 Mal im Kreis rum. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das wissen unsere Kandidaten auch nicht. Und dann werden sie auf diese ganz schmale Planke geschickt. Und die müssen sie dann entlanglaufen. Natürlich sehr zur Freude der Zuschauer. Ja, da kann so manch einer nicht mehr wirklich geradeaus laufen und die Kamera hat er natürlich dabei, damit wir sofort irgendwelche Ablenkungen halt! Oh je, feststellen können. Zu dem Spiel kommen wir gleich nochmal, aber jetzt gibt's natürlich erstmal was zu essen. Eine andere Kraft- und Mutprobe für den Magen. Guten Appetit. Tja, wunderbar, eine Banane, das ist zu schaffen. Aber insgesamt sind hier 20 Gerichte. Hier zum Beispiel Soba, ein japanisches Nudelgericht. Und das hier ist Kakigori. Schabeeis mit Sirup, eine ganz, ganz heikle Situation sicherlich für die Kandidaten. 20 Teller sind insgesamt zu verputzen. Alles original japanische Spezialitäten. Zum Beispiel außer der Banane noch dabei. Was hast du da gesagt? Kakigori. 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 Also für Nicht-Japaner. Schabeeis mit Sirup. So eine Art Granita. Schabeeis mit Sirup. Und das ist tatsächlich bekömmlich. Das hat doch niemandem geschadet. Das möchte ich aber doch sehr bezweifeln. Also nach dem vierten Kilo wird's anstrengend. Hier ist unser Kandidat Sadao Suzuki aus Chiba schon beim vierten Teller. Immer zwischendurch ein bisschen spülen, damit das leichter rutscht. Gemein ist natürlich, dass er nicht einfach irgendwelche Teller sich nehmen kann, sondern die laufen an diesem Fließband bei ihm vorbei, wie in vielen Sushi-Restaurants in Japan üblich. Und hier am Ende sehen wir schon den Teller mit dem Hauptgewinn. Und das ist, wie immer, Lenz, du weißt es, das sind ganz genau 1 Million Yen. Ja, da gibt's ein bisschen Sushi, das kenne sogar ich. 1 Million Yen, das sind immerhin fast 10.000 Euro. Und das ist doch schön, wenn man für eine Mahlzeit nochmal bezahlt wird anschließend. Ja, aber diese Mahlzeit hat es natürlich wirklich in sich. Er hat das Spülen vergessen. Normalerweise heißt er immer nach dem Essen ein bisschen abspülen für Papi, aber in diesem Fall zwischenrein. Der Junge hat's eilig, aber er ist gut. Lecker. Das ist schon der 14. Teller. Unten eingeblendet sind übrigens die ganzen Gerichte, die er da isst. Und hier sind wir beim Schabeeis mit Sirup. Ja, köstlich. Ich glaube, das schmeckt ihm ganz besonders gut. Hat ja sowas Sorbet-ähnliches. Zwischengang. Aber das macht ihm ein bisschen Probleme. Und das war's für ihn. Die 1 Million Yen nicht erreicht. Oh, peinlich. Naja, gut, er wird's verschmerzen können. Auf jeden Fall ist er jetzt satt. Das nächste Spiel wieder was ganz Besonderes. Ja, das... Go! Und diesmal sind ein paar Kandidaten im Studio, um mal zu zeigen, dass man ohne Training dieses Drehkreuz nicht wirklich angreifen kann. Es ist sehr, sehr schwer und wir sehen, dieser Kandidat hier traut sich noch nicht mal auf seinen Startblock. Tja, da
Das ging aber ziemlich heftig nach hinten ab, beziehungsweise nach hinten los. Und hier haben wir Kato Cha, das ist ein relativ bekannter Komiker in Japan. Allerdings das Drehkreuz ist alles andere als komisch, zumindest für ihn. Ja, macht das sehr elegant mit viel Schwung. Oi, und ist schon getroffen worden. So ein Kraftkreuz. Ja, Kraft hat er vielleicht, aber die Geschicklichkeit, die Beweglichkeit. 30 Sekunden hätte er sich halten müssen und keinen dieser rotierenden Stäbe berühren. Das ist ganz schön daneben gegangen. Lenz, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in die Lüfte. Da schaut kalt aus. Kalt, also Flugzeug im Winter ist kalt. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch rausstürzt in 4000 Metern Höhe. Das ist wirklich kalt. Und dann müssen die Kandidaten versuchen, gegenseitig sich diese zylindrischen Behälter, die an den Beinen befestigt sind, zu verbinden. Also Mut, Geschicklichkeit und eine ganze Menge mehr noch. Höchste Konzentrationsphase. Ich sehe schon, das ist die Weisheit des fernen Ostens, die sich da ankündigt. Aber das ist ja eine extreme Situation. Nicht nach unten sehen. Ja, das müssen sie ja. Sie springen ja gleich. Sie starten also in 4000 Metern Höhe. Und wenn sie die Höhe von 1500 Metern erreicht haben, müssen sie den Versuch abbrechen. Das wäre sonst einfach zu gefährlich. 180 Stundenkilometer, die Fallgeschwindigkeit. Und links eingeblendet das Diagramm, in welcher Höhe sie sich befinden. Im Moment sieht das alles noch sehr gut aus. Wir haben die Kandidatin Hiraoka. Seit einem Jahr macht sie erst Fallschirmspringen. Und dazu mit unterwegs ihr Fallschirmspringlehrer Kawano. Und der natürlich mit der viel größeren Erfahrung. Und er hat seinen Teil der Aufgabe auch schon gelöst. Aber jetzt ist sie dran. Und sie haben nur noch 1000 Meter Zeit. Ja, das sieht nicht mehr allzu gut aus. Also vielleicht sollte er sich beim nächsten Mal doch lieber einen Lehrerkollegen mitnehmen auf diese unglaubliche Reise. Guter Versuch. Aber das hat immer noch nicht ganz gereicht. Gleich ist es vorbei. Sie sehen schon die schneeweißen Felder unter Ihnen. Und da ist der Versuch zu Ende. Und die 1 Million, die bleibt im Koffer. Wobei die Millionen natürlich nicht akkumulieren. Ja, da kommen sie nach unten gesegelt. Eine glückliche, eine großartige Landung. Aber die Million ist gut. Schadenfreude bei Kimiko kenne ich ja gar nicht. Entschuldigung. Kimiko, das ist schon völlig in Ordnung, denn uns macht es natürlich besonderen Spaß, Kandidaten scheitern zu sehen. So wie diese Kandidaten, die versuchen, über den Laufsteg zu kommen, nachdem sie zuvor 50 Mal rotiert sind an dieser brutalen Scheibe. Ja, der macht das aber sehr gut. Das ist ja unglaublich, wie ferngesteuert, aber Itchy Bitch. Leider dann doch nicht. Die Kandidaten haben auch nicht viel Zeit. Aber dazu gleich mehr, wenn wir weitere Kandidaten haben, die sich an diesem Laufband versuchen. Hier ein ganz anderes Laufband. Wir sehen den Kandidaten, der schon bei Teller 11 gelandet ist. Ja, da gibt es noch ein bisschen Sushi hinterher. Einmal ist kein Mal. Das ist übrigens Takaharu Suzuki und seine Strategie ist 2 Stück Sushi auf Atem. Und sein Rekord steht bisher zu Hause bei 3 Portionen Nudelsuppe und 100 Stück Teigtaschen. Aber das nutzt ihm jetzt auch nichts. Er hat es wieder mal nicht geschafft. Wir sind hier wieder beim Drehkreuz, wie ich sehe. Und das immer noch Kandidaten aus dem Studio oder sind das schon ernsthafte? In Anführungszeichen. Das ist schon ein ernsthafter Kandidat. Der Mann ist Profiboxer Kenji Moriwaki. Allerdings auch nicht in einer sehr hohen Gewichtsklasse. Aber dafür natürlich überzeugt er in seiner Agilität und ist bei 8 Sekunden draußen. Da muss man sehr beweglich sein. Tja, das zweifelsohne. Und der Boxer ist ja nun mal von Natur aus beweglich. Aber in diesem Fall hat's leider nicht gelangt. Und jetzt versucht sie es. Da geht's los. Natürlich beginnt die Zeit erst zu laufen, wenn sie drauf ist. Oh, das war 1 Sekunde. Ja, maximal, aber sie weiß sich prinzipiell, glaube ich, nicht so ganz im Klaren. Soll sie jetzt drüber springen oder drunter kriechen oder irgendwas dazwischendurch? Tja, das war natürlich ein satter Treffer hier schon zu Beginn. Wir gehen noch einmal in die Luft. Die Kandidatin Ooba und der Kandidat Tanaka, also wieder ein Pärchen, das da springt. Der dritte, der da sich mit hinunterwirft, ist natürlich unser Kamera-Fallschirmspringer.
Ein unglaublicher Sturm natürlich, bei 180 Stundenkilometern ist es wahnsinnig schwer, überhaupt nur diesen kleinen Plastikzylinder in der Hand zu behalten, geschweige denn, die Dinger auch noch zusammenzusetzen. Oje, und leider verrinnt Ihnen da sozusagen die Höhe zwischen den Fingern oder den Füßen oder dem Fallschirm. Sie haben vor allen Dingen das große Problem, dass Sie immer weiter auseinander driften. Jetzt sind Sie schon in den Wolken und ich denke, man kann schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, das wird nichts. Oh, das geht schief. Tja, leider, da wird abgebrochen, das Handzeichen macht alles klar. Also wieder mal keine Million Yen. Sichere Landung und er erzählt uns, wir haben zweimal die Chance gehabt, die Dinger zusammenzusetzen, aber ich habe mich nur darauf konzentriert und mein Gleichgewicht verloren und da geht dann natürlich nichts mehr. Tja, wieder mal nach unserem teuflischen Schleuderrad ein Versuch, die Balance zu behalten. Er hat nur 10 Sekunden Zeit für die 50 Meter und das ist zu langsam. Er will mit der 1 Million Yen ins Ausland zum Skifahren gehen. Tja, da kann man nur sagen, Hals- und Beinbruch. Puff, Pen, Ende. Lenz, wir gehen am besten wieder essen. Ja, unbedingt. Ja, der Herr hat auch, glaube ich, unglaublich viel Hunger. Ein bekannter Komödiant oder Schauspieler oder sowas. Ein Hungerkünstler. Ein Hungerkünstler? Ja, da hat er wirklich trainieren können. Bloß der Hungerkünstler kann ja hungern und nicht essen. Hast du auch wieder recht, Lenz. Na eben, aber er hält sich da wirklich sehr wacker. Da wird schon mal kräftig nachgespült. Nur nicht aufgeben. Jetzt kommen richtig große Garnelenstücke und da ist wieder unser Schabeeis. Was war das nochmal? Schabeeis mit Meerrettichsoße oder was? So etwa hat es ausgesehen, als der letzte Kandidat versucht hat, das zu essen. Das ist aber auch ganz schön schwierig, weil das auch noch kalt ist. Ja, wobei, das macht ja eigentlich eher die ganze Sache etwas leichter, aber leider hier hat er es auch nicht geschafft. Wir sind wieder beim Drehkreuz und die Dame hat offenbar ganz andere Probleme. Minayo Watanabe versucht hier ihr Glück. Sie ist eine Nachwuchsmoderatorin beim Fernsehen. Tja, und da hat sie natürlich den Kardinalfehler gemacht. Nicht nach unten sehen. Eben. Oben erwischt und natürlich passiert den Kandidaten hier nichts. Sie bekommen nur so eine kleine Dampfdusche. Und da hat es sie erwischt. Tja, aber nichtsdestotrotz. Die Million ist futsch. Ganz genau, Kimiko. Oh, er übt. Er übt genau den Rhythmus. Natürlich bleibt der Rhythmus gleich. Nur nach 15 Sekunden beginnt sich der obere Teil dieses Rotors in entgegengesetzte Richtung zu drehen. Und damit ändert sich dann natürlich auch der Rhythmus. Im entgegengesetzten Uhrmacherprinzip, das ganze Üben hat überhaupt nichts geholfen. Ganz grauenhaft. Also man sieht aber wirklich, wie schwer dieses Spiel ist. Und da sind wir in der Luft bei den nächsten Kandidaten. Und sie versuchen hier in der Endphase diese beiden Tüllen aneinander zu stecken, aber auch sie haben große Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist wirklich so eins der schwierigsten Spiele, die wir überhaupt zu bieten haben. Ja, und wir haben ja prinzipiell keine allzu einfachen. Hier mal also verschiedene Kandidaten im Überblick und alle sind sie gescheitert. Die beiden machen sich jetzt bereit für einen neuen Versuch. Toshihiko Makino und Yoshiatsu Itabashi. Oh, ist das hoch. Ja, das ist wirklich hoch. 4000 Meter, wie gesagt, schweben sie über dem Erdboden. Und hier kommt, glaube ich, ein Skateboard auch noch zum Zug. Man nennt es Skyboard. Und das macht das Spiel natürlich nicht einfacher. Denn da muss man sich erstmal gewaltig konzentrieren und seinen Körper voll unter Kontrolle haben. Denn bei 180 Stundenkilometer eine falsche Bewegung und man segelt kopfüber nach unten. Schwimmbewegung, schau dir das an. Tja, auch eine Möglichkeit, die Distanz zu verkürzen. Das Problem ist, glaube ich, der Skyboarder wird immer schneller. Der kann praktisch schneller fliegen, als der Fallschirmspringer fallen kann. Genau, und das nächste Problem ist, dass das Skyboard eigentlich überhaupt diesen Zylinder halb zudeckt und damit man von vornherein keine Chance hat, die beiden wirklich zu verkoppeln. Also schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Oh, peinlich. Es sieht wirklich gut aus, aber sie werden keine Chance haben, mit der 1 Million Yen vielleicht die nächsten 100 Sprünge zu finanzieren.
und da ist es auch schon vorbei. Allerdings muss ich sagen, ist einfach toll zu sehen, wie jemand auf so einem Skyboard da nach unten saust. Großartige Leistung von den beiden. Vielleicht versuchen sie es das nächste Mal beide mit Skyboards. Könnte ja auch gut gehen. Dieser Kandidat hier wird jedenfalls auch gewaltig rumgewirbelt. Und wie es ihm ergeht, das sehen wir gleich. Sportspacker, schön, dass ihr dabei seid. Hier wird nämlich ganz schön was weggepappt. Entzückende Fernsehmoderatorinnen, die Probleme mit der Mode haben, gibt's natürlich bei uns auch. Und rasante Menschen, die auf Skyboards durch die Lüfte heizen. Und Menschen, die ein bisschen durch den Wind sind. Ja, wir haben's gesehen, dieser Kandidat hier wurde auf das unglaubliche Schleuderrad gesetzt, aber er macht sich da unglaublich gut. Er hat's geschafft, das ist der erste Sieger für diese Sendung. Er hat leider nicht gewonnen, er war eine Sekunde zu spät. Er hat 11 Sekunden gebraucht, 10 Sekunden darf er nur. Ich habe überhaupt nicht mehr auf die Uhr gesehen. Tja, das ist eben nun mal wirklich... Oh, peinlich. Dafür geht's jetzt hier gleich weiter mit der Stärkung. Der nächste Kandidat traut sich, wagt sich an das rasende Sushi-Fließband. Noch lacht er. Da sitzen seine gesamten Verwandten. Die ganze Familie ist angetreten, um ihn da zu unterstützen. Ich habe gedacht, das wären die restlichen Gäste in dem Sushi-Lokal, die leider in die Röhre schauen. Die würden ihm wahrscheinlich ganz gerne helfen. Auch hier die Doppeltechnik. 2 Sushi-Stücke auf einmal, das Ganze ohne Sojasauce. Das scheint sich langsam durchzusetzen hier. Guten Appetit. Lecker. Nur rein damit, das gibt ja auch viel Kraft für die nächsten Sushis. Oh, und jetzt eine Banane dazwischen geschoben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist natürlich wirklich die erhöhte Schwierigkeitsstufe, denn die Banane muss ja erst noch geschält werden. Das kostet Zeit. Soll ja auch ziemlich sättigen, so eine Banane. Ja, und da wird schon enger und enger. Kleine Suppe zwischendurch und hier wieder Sushi, Sushi, Sushi. Man sieht aber, die Familie ist wirklich stolz auf unseren Kandidaten. Ja, nochmal kräftig nachspülen und das nächste Sushi. Verschluckt euch nicht. Das wäre natürlich fatal in so einem Fall. Ah, und schau, was jetzt kommt. Das war's genau. Das war wieder Schabeeis mit süßer Meerrettichsoße. Kakigori. Kakigori. Gut, ich merk's mir irgendwann mal noch. Ist doch schön, wenn du dann mal in Japan bist, dass du wenigstens irgendwas bestellen kannst. Ach so, Kakigori geht immer. Ich werde zwar verhungern, aber das ist okay. 17 Platten hat er schon geschafft. Da greift er die Nummer 18 an. Die Nummer 19, aber da... Wer hatte das denn gekocht? Das hat ihm nicht geschmeckt, das ist natürlich schrecklich. Oh je, schamhaft verhüllt er sein Angesicht. Ich kann's verstehen. Bis auf 2 Teller ist er rangekommen, ein klasse Kandidat. Und hier, beim Drehkreuz, da haben sich bisher alle blamiert heute. Ja, von den Bewegungen her würde ich sagen, wieder ein Boxer, aber auch der K.O. in der 0. Runde. Wirklich entsetzlich. Heute ist überhaupt keiner in der Lage, da wenigstens die 2. Hälfte dieses Spiels zu erreichen. Also nach 15 Sekunden, wenn das Ganze ein bisschen schneller wird, dazu irritierendes Licht kommt und die Stäbe beginnen sich gegeneinander zu drehen. Aber ich bin mal gespannt, ob wir das überhaupt heute noch zu sehen bekommen. Ja, einmal gehopst. 2-mal. 3-mal. Schwierig ist dann immer der Bückling, der jetzt kommt. Ein echter Kracher. Tja, leider ein Kracher und ein ziemlicher Lacher in dem Fall auch. Und noch einmal gehen wir in die Luft. Wir sind wieder beim Fallschirmspringen mit einem Ehepaar, die sich hier versuchen. Das Ehepaar Shimura. Und beide sind schon seit über 10 Jahren in diesem Sport aktiv. Oh, das geht schief. Tja, Kimiko hat offenbar nicht allzu viel Vertrauen. Wahrscheinlich ist es das Ehepaar, das sie da etwas sorgenvoll stimmt. Dabei sollte das Ehepaar ja viel besser aufeinander abgestimmt sein. Die müssten doch eigentlich perfekt harmonieren. Und das sieht nach einem richtig guten Versuch aus. Wenn das so einfach wäre. Ja, dass es nicht so einfach ist, haben wir ja schon hinlänglich gesehen, Kimiko. Oje, da driften sie auseinander. Ist das nicht ein Symbol für die Ehe an und für sich? Und das ist auch ein Symbol für die Ehe? Eine Röhre, das Ganze vor der unendlichen Weite des Weltalls. Kann man ohne weiteres so sehen.
Eine leere Form, die mit Inhalt gefüllt werden muss. Das ist doch die Ehe. Ja, so kann man sagen. Allerdings hat man dafür immer ein bisschen mehr Zeit. Im Zweifelsfall vielleicht so an die 50 Jahre. Aber hier hat man nur 2500 Meter. Ja, die Wolkendecke haben sie leider schon wieder durchstoßen. Jetzt heißt Abschied nehmen von diesem Versuch und... Puff, Bang, Ende. Ich könnte es nicht besser sagen, Kimiko. Zum Glück nicht Puff, Bang, Ende. Sichere Landung auch für das Ehepaar Shimura, die sich ärgern. Sie hätten gerne noch ein bisschen weitergemacht oder vielleicht einen neuen Versuch gestartet. Den bekommen sie aber nicht. Wir kommen damit aber zum letzten Spiel für diese Ausgabe von Sportsbacker. Es heißt wieder einmal durchgeschleudert und die gefährliche Planke. 50 Meter in 10 Sekunden, das schafft man nicht mal in völlig klarem Zustand. Er allerdings hier schlägt sich ganz gut. Nur mit der Zeit, das geht nicht mehr aus. Wieder einer, der scheitert. Aber wir hatten heute tolle Spiele, tolle Kandidaten. Damit sind wir beim Backer des Tages, ja. Dieser Kandidat hat es ja nun wirklich schon beinahe geschafft. War zumindest in der Zeit, aber leider abgestürzt. Unsere Kandidatin ganz klar auf der Nummer 2. Eine Sekunde hat sie durchgehalten auf dem Drehkreuz und sie ist so schön durchgepustet. Ja, auf der Nummer 1 dieser Student hier. Leider kommt er so nicht nach Hokkaido. Kannst vielleicht mit E-Mail probieren. Apropos E-Mail. Sportsbacker natürlich im Internet unter www.wofan.de. Und das war's für heute. Tschüss Lenz, tschüss Kimiko. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Sportsbacker.